Mama. Da ist ein Bär. Haha. Wir hatten den eingeladen. Ich nicht. Bogenbär. Ich mach dir gleich das Leben schwer. Aber ich muss ja auch irgendwann mal wieder zurück, ne? Das ist ein Problem. Ich hab den nachgeladen. Ah ja. Die werden wohl doch ein bisschen Spaß bekommen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit mir, den Kabin. Ich bin immer noch bei Joel, aber nicht mehr lange. Wir müssen nämlich den Heimweg antreten. Es ist bald Nacht und der Kabin, der braucht Munition und baut sich hier Schütztürme. Das ist das, was der Kabin haben will. Aber jetzt muss der Kabin auch erstmal den ganzen Tag nach Hause kriegen. Mama! Da ist ein Bär! Haha! Wir hatten den eingeladen, ich nicht. Ich hab ein Problem. Warte mal, krieg den so. Ja, steck nochmal deinen Kopf drin. Weil damit habe ich nie gerechnet. Steck mal nochmal deine Nase, ja? Deine Nase ist hier wollt. Sag mal, kann ich hier hinten raus? Jetzt auch nicht eine Tonne Munition verprossen. Warte mal, ich kann ja hier hoch, ne? Oh, du Bär. Ich mach dir gleich das Leben schwer. Darauf kannst du ihn lassen. Der macht das aber auch. Der Kacker, der weiß Bescheid. Der ist cleverer, als ich gedacht habe. Aber der will auch nicht rumkommen, wa? Ja gut, ich verstehe das auch. Warte mal, wenn ich jetzt hier und dann da und dann bin ich weg und dann lassen doch machen. Aber ich muss ja auch irgendwann mal wieder zurück, wa? Das ist ein Problem. Warten Sie mal. Ich sehe seinen Arsch nicht. Was für ein Arsch. Gut, ich würde mal sagen, rüberstürmen, da hoch und dann... Ja, ja, du, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ich muss Sachen machen. Ich versuche gerade zu überleben. Der Bär ist da. Was macht denn der da? Ist der doof? Seine Haxe? Nee. Da ist die Haxe. Ach, ich treffe seine Haxe nicht. Jetzt ist er da oben. Aber jetzt durfte ich ihn kriegen. Ja, gut. So, der Bär ist tot. Der Bär ist tot, der Bär ist tot. Der frisst kein Brot, der frisst kein Brot. Alter! So was brauchst du, um wach zu werden. Na du... Das ist so ja ein ganz normaler Bär. Das heißt, ich krieg Fleisch. Hallo. Energy? Come back? To me? Droni, come to me? Wow. Wow, 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 wow. Warte mal. Das ist jetzt doof. Ich hätte mal vorher, aber woher sollte ich denn wissen, dass er ein Bär ist? Hat mir doch keiner gesagt. Mann. Ich muss jetzt über mich hinaus... Ich kann nicht über mich hinaus wachsen. Scheißendreck. Joel, ich brauche deine Hilfe. Ich bin überladen und draußen... Ja, ja, du, ich habe keine Zeit. Du machst doch gleich zu. Warte mal. Ja, ja, mach Bubble Money so viele. Ich muss konzentrieren und so. This makes up for the shit you stole from me. We will be closing soon. So grab what you need and head on up to the cash register. Ja, ja. Ein paar Sekunden habe ich ja noch, wa? Hast du noch ein paar Sekunden für mich? Du kannst mich gleich rausschmeißen. So, jetzt. Hauen Sie rein. Ich muss nach Hause. Alter, leck mich am Popo Katepetis. Ja, ja, du. Ja, ja, nachgeladen habe ich. Kann nichts passieren. Das ist... So, Mrs. ist tot. Jetzt ist es Zeit zum Verschwinden. Alter, leck mich. Hallo, Spiel. Ich hab doch gerade erstmal angefangen. Kannst du doch... Ja, doch, kannst du. Aber ich will ja nicht, dass du das so kannst. Könntest du... Bitte sein lassen. Oh, Alter. Ich hab jetzt gerade gedacht. Naja, gut. Halt mal fest. Ich bin wieder überladen. Gut, so hat es ja auch geendet.
Dann würde ich sagen, ich lasse das Leder hier, nehme die Munition mit. Das ist ein guter Plan. Die Knifte nehme ich auch mit. Die hier. Wenn's geht. Da. Die lasse ich auch hier, die Reifen. Falls ich irgendwann mal dazu kommen sollte, mir was Neues zu bauen. Ha! Tolle Ding. Kaum hier muss ich schon wieder die City verlassen. Wo muss ich denn lang verlassen? Da muss ich lang verlassen. Ich verlasse die Bühne in diese Richtung. Schönen guten Tag. Dit is it. Alter, muss ich hoch langsam. Ja gut, wir sind jetzt bei der dritten Horde. Eine Aufwertung sollte langsam mal so... ganz schön viele Hasen unterwegs. Muss ich ja mal sagen. So, ich mach mal erstmal hier ein wenig. Also, ich werde es versuchen. Es könnte ruhig ein wenig schneller gehen. Warte mal, ich mache jetzt hier unten drin. Muss ich dann bloß noch von oben hoch nach unten räumen. Weil das ist das, was ich eigentlich, wie gesagt, hier unten brauche. Und ich wollte ja die Kisten so oder so nach unten räumen. Irgendwann mal. Wir haben ja noch 300 Folgen Zeit. So ungefähr. Plus, minus 100 Folgen. Halt. Die muss ja auch noch darin. Oh, das Schöne ist, ich habe eine Desert. Wie geil ist denn bitte? Das wird schon so ähnlich wie Köpfe spalten. Spaltenerweise. Ich kann es ja nicht erwarten. Aber ich sollte für die dann auch erstmal einen Charlie bauen, wa? Oh, das ist eine gute Idee. Das ist so eine verdammt gute Idee. Zum Glück ist mir die jetzt gekommen und ich habe noch nie rumgeballert. Ja, du stöhnst. Das ist genau richtig. Mrs. Voldemort erträgt keine Lautstärke. Die will das nicht so. So, warte mal, das lasse ich auch erstmal hier. Ja. So, warte mal. Da. Wie gesagt, ja, das muss ich halt runterräumen noch. Ja, mach es doch. Ja, ist doch gut, mach ich doch. Alter, diese Folie bei mir. Ey, ich denke jedes Mal so, irgendwas, die Räuchte passt nicht zum Spiel. Und dann krieg ich mal mit, es ist nicht das Spiel. Es ist die Folie. Die Folie! Naja. Gut, also. Darin. Nee, das muss ja darin. Dann muss das noch hier, mach das mal so. Das mach ich mal so. So. Dann schiebe ich das da oben auch nochmal rum. So. Weg damit. Und dann so. Das ist ein Plan. Den können wir weiter verfolgen. Jo. Die Knochen müssen auch nach oben, aber ist ja... Togal! Gut. Die nächste MP5. Die nächste MP5. Wir haben jetzt schon drei. Das ist nicht einerlei. Ei. Ah, da bist du ja. Das habe ich schon gedacht. So, die brauche ich nicht. Das kann dahin. Ah, da siehst du, die fallen. Da muss ich mir was überlegen. Ich bin daran an überlegen, ob ich mir überlege, dass ich die vorne vor den Eingang mache. Das wäre eine Überlegung wert, aber da bin ich noch an überlegen. Kann ich das noch ein bisschen überlegen? Ich überlege bei mir immer noch ein bisschen, ja? Also, überlegungstechnischerweise. Ich kann es schon ein bisschen übertreiben, aber das verrate ich euch nicht. Aber das nur übertreiben. Ich soll es nicht übertreiben. so. Gut. Also. Wie gesagt, ich habe ja hier in zwei Kisten. Was habe ich hier schon? Ach so, hier habe ich ja schon so eine Sache drin geräumt. Und keine Sachen. Ich fange... Ah ja, wie gesagt, ich muss mal, wenn ich offline
irgendwann mal dazu kommen sollte, das auch nach unten räumen. Ja, das sollte ich tun. Ja, ja. Ist auch meine Meinung, wa? Sag ich doch. So. Bitte die richtige Taste drücken. Schanke dü. La 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 long. Banane und ein Ballon. What? Im Moment mal, da war ich doch gerade. So, noch den Rest rausholen und denken, haben wir das nämlich hoch weg. Die hole ich auch nämlich gleich mal rein. So. Na denn. Das Blöde ist, ich habe keinen Motor. Also, ja doch, habe ich doch, wenn ich den da rausnehme. Gut, muss ich erstmal kicken. Nee, erstmal muss ich was essen. Erstmal muss Schmackofatz ran. Nee, erstmal muss mal Kohle ran. Es war klar. Aber ich habe mir erstmal gedacht, ich muss weg. So. Da reicht, dann kann ich ja hier auch noch ein bisschen was machen. Wie sieht's hier aus? Achso, habe ich ja schon. Habe ich ja schon rausgepult. Naja, wie gesagt. Kann ja noch ein bisschen mehr. So, das kommt raus. Das kommt rein. Das kommt an. Das kommt ganz gut bei mir an. Haha. Schius. Ja, ist doch. Ist doch gut. Meine Narepistole. Kniften. Rummimotze. Noch mehr Rummimotze. Ganz viele Emotze. Kohlebücher. Sprengzeug. Warum räume ich das da nach oben rein? Ich weiß es nicht. Habe ich mir gedacht, das ist eine gute Idee, um das später wieder rauszuräumen. Schönen guten Tag. Egal. Also. Incoming enemy. Prepare for complex. Ja, ja, ich habe ihn gesehen. Hey, wo kannst du ruhig herkommen? Bist ja alleine. Es funktioniert, wie gesagt. Aber auch nur, wenn er will. Also, Mods. Ich möchte mir erstmal einen Schalli bauen. Ist doch noch keiner drin, wa? Doch, ist einer drin, sonst wäre ich schon lange tot. Aber hier muss man eher rein. Ein Schall. Gedämpften Dämpfer. So, also ich brauche das Öl wieder mal rausnehmen. Dann brauche ich. Ja, doch, das reicht. Dann brauche ich immer Ditte. Dann brauche ich Plastik. Das ist natürlich oben. Und Stahl. Das Stahl ich mir mal kurz hier raus. Schönen guten Tag. Dann kann ich gleich meine Plastik komplett rausnehmen. Ja, die Kiste für Modo ziehen lassen. Dann kommt das jetzt erstmal darin. So, nee, warte mal, bevor ich hier was mache. Eins. So, das haben wir. Die hat ja schon ihn drinne. Da ist einer drinne. Da ist auch was drinne. Das ist wunderbar. Das kann ich jetzt so lassen. Achso, das ist noch ja nicht freigeschalten. So ein Kack. Ich habe gedacht, das ist schon. Naja, dann nimmt halt nicht. Muss ich wohl noch ein bisschen, wa? Ja gut, dann ist nimmt halt so. Machst du erstmal nichts. So, wie sieht es denn aus? 2 Punkte. Also, ich brauche jetzt ganz dringend, ganz schnell. Ach, das ist ja schon voll. Ach so, Koch.
kannst ja schneller kochen, das ist ganz gut und Punkte sind weg. Problem gelöst? Also für mich ja jetzt erstmal. So, gut, das haben wir schon mal. Also die nicht, meinte ich. Also können wir erstmal sein lassen. Das Motorrad. Master, we are not alone. Schon wieder? Mrs. Voldemort oder wer? Kümmere dich mal drum. Achso, kannst ja nicht. Na gut. Ich habe jetzt keine Zeit für diesen Scheiß. Es schlängelt sich. Jetzt ist es im Loch. Genau das Wieke. Ich lasse es einfach erstmal zu mir kommen. Kennt ihr das Spiel mit dem Wurm, der immer rauskommt tut und den musst du treffen? Ich war schon immer scheiße in diesem Spiel. Aber ich kann ihn ja mal wegditschen. Wo ist er denn? Komm her, du. Mann, du blöde Schlange. Hab's, hab gewonnen. Beim zweiten Schlag? War das wirklich der zweite? Ich hab jetzt nicht mehr gefehlt. Aber es müsste in dieser Richtung tendieren. Also, ja, gut. Nee, warte mal, erstmal muss ich Klebestreifen machen. Erstmal die Klebestreifen. Meine Kau. Nee, die Kaugummis sind ja nicht, sind ja Bonbons. Sind ja die Bonbons. Ach, brauche ich ja, nee. Ich will ja Klebestreifen machen. Vielleicht hätte ich es mal. Hä? Ich habe jetzt. Ich sehe ja. Achso, da ist er. Oh, ey, Junge. Ich habe gedacht, es ist weg. Ist es aber nicht. So, das reicht. Für eine Sache. Naja, gut. Also, würde ich jetzt erstmal sagen, ich brauche erstmal ein bisschen Platz. Da gehört zwar kein Sadio drin, aber das sah gerade nicht so gut aus. Gut, ich habe eigentlich Drohnen noch, oder? Also hätte ich auch machen können. So, jetzt brauche ich, wie gesagt, nochmal den ganzen an Kladdere Datsch. Das brauche ich. Das brauche ich. Und das brauche ich. So. Genau. Bauen. Dann brauche ich das. Oh, der Schandi ist fertig. My senses have picked up something. Ich brauche diesen Geschützturm. Ich hab den nachgeladen. Naja. Wir werden wohl doch ein bisschen Spaß bekommen. Sie sind schon unterwegs. Krieg den von hier aus? Ah, noch einer. Naja, gut. Warum denn nicht? Ist sie unter mir? Tatsache, sie ist unter mir. Ah, doch noch nicht tot. Vielleicht hält er uns was für uns ab. Warte mal. Ja, ich glaube, der ist tot. Lass ihn tot sein. Gut, dann wäre er aber jetzt schon explodiert. Da kommt einer geflitzt. Da kommt einer gekotzt. Ich muss die Dings hier wegmachen. Na? Ich glaube, der ist tot. Also, das muss ich irgendwie. Ja, ja. Da werde ich mir noch eine zweite Klappe ranmachen oder so. Dann ist das auch gut.
Besser zum Runterschauen, wie jetzt gedacht. Ja, der ist noch nicht. Doch, jetzt ist er. Ich nehme es zurück, der ist. So, das muss weg, Alter. Das sieht mir so auf dem Pillemann. Wenn ich Ausdauer habe. Erstmal ist die Karre dran. Das wird schön. Naja, wenigstens ein bisschen Ablenkung. So, das ist jetzt fertig. Jetzt brauche ich nochmal Klebe. Ich brauche nochmal Klebe. Ey, cool, ne? Ich habe ja so oder so noch ein bisschen Wasser. I'm cooking the water. Nee, das ist ja schon da. Warte mal, ich mach mal kurz hier, diesen darin. Dann kann ich mich die auch nutzen. Das ist sehr nutzenswert. Ja, ist mir jetzt egal. Jetzt. Unten war, mache ich mal unten. Dann baue ich das nicht hoch und runter und so. Das ist eine ganz gute Idee. Also, kein Brennmaterial. Ach, das ist so. Das könnte eins wie sie Kündchen dauern. Aber auch das seid ihr ja von mir gewohnt. Wir lassen uns Zeit. Ich habe ja keine andere Wahl. So. Nee, ich will ja hier. Da will ich rein. So, warte mal. Wasser habe ich. Knochen habe ich nicht. Ich sollte die Knochen rausnehmen. Die habe ich oben hingeschmissen. Ja, das hätte ich tun sollen. Oh, der ist auch schon fertig. Schön. Ich verschwende jetzt mein ganzes Wasser. Für Klebestreifen. Ja gut, warum denn nicht? Dauert ja nur 3 Minuten. Ach du Schritte, Kitte. Schitte. Genau, Schitte wollte ich gerade sagen. So, warte mal, das hole ich auch gleich raus. Muss Ende schmolzen werden, schmeiße ich Knochen gleich hier hin. Das ist mir sagen, muss ich so oder so. Mal hinunter verschicken. Ja, das ist ja noch nie oft genug, noch nicht oft genug hier. Das werden wir gleich mal korrigieren. Und zwar nach oben. Renn, du Luder! Versorge uns mit Munitionskomponenten! Ah, siehst du, ich sollte mal Schrotsachen herstellen, weil wir haben ja vor, demnächst ein bisschen schrotig um die Gegend hier rumzumachen. Keine Ahnung! In der Zwischenzeit kann ich ja hier schon mal wieder Sachen machen. Sachen machen. Weil das wird ja noch eins wie Sekündchen dauern, wa? Dann weiß ich wenigstens Bescheid. Also, das kommt ja so oder so da drüber hin. So, aber das kann hier hin. Stoff kommt auch da drüber hin. Das ist auch drüben. Öl haben wir nicht da drüben. Das brauche ich jetzt auch nicht. Aber wenn, dann weiß ich, dass es hier ist. So, das muss jetzt mal raus. Das kommt drüben rein. Die Kohle ist auch drüben. Also ein Schmarrn. Wollte ich eigentlich für da unten. Für da hinten, weil ich bin ja ein wenig zu weit nach oben gekommen. Das muss nämlich wieder zugeschoppt werden, wenn ich dran denke, irgendwann mal. So, dich kann ich dann auch erstmal hier entschieden, ne? Also, wir müssen auf jeden Fall uns den Schrauber bauen, weil wir müssen nämlich Motoren besorgen. Nee, 12 Stück. Nächste, nee, warte mal, das kann ich ja so machen.
Wir können uns das nächste herstellen, du dai, du dai. Das ist ein Problem, weil ich brauche noch ein bisschen Stoff. Ey, hast du mal Stoff? Ja, besser habe ich noch was. So. Also. Verarbeite er klebenderweise seinen Stoff. Das wird was. Gut, jetzt muss ich die Villa rausnehmen. Na, wie gesagt, Klebestreifen und dann das nächste. Hier doch. Los. Den letzten los. Yippie-yay-yay. Hey, das hat genau reicht. So, warte mal, gib mal her. Also, das haben wir, das haben wir. Die Räder haben wir, Batterien haben wir oben. Und Motor muss ich jetzt da oben rausnehmen. Ja. Das muss sein. Also, muss das sein. Na denn. Also, ich glaube, du kannst wieder aus. Ein Motor. Eine Batterie. Yippie-yay. Also. Wie lange dauert das? Ist ja auch bald fertig. Wunderbar. So. Wo waren wir stehen geblieben? Plastik. Kommt eigentlich da drüben hin. Nee, doch nicht. Na, dann ist doch korrekt. So, das werde ich jetzt so nicht mehr brauchen, wa? Sage ich jetzt erstmal in meinem blinden Leichtsinn. Wie gesagt, bitte, dann muss ich noch Batterien, nicht Batterien, sondern, Sie wissen schon, abbauen. Ja, gut. Ah, wie gesagt, muss ich offline machen. Mach dann die Federn dann hier in die Packt. Gehören die nicht hier hin? Nö. Aber hier sind die Räder. So, die haben wir denn auch schon mal. Das kommt auch raus. Das hat ja jetzt. Ach komm. Hä? Ich war der Meinung, dass ich das jetzt hier reingeschmissen habe. Naja, gut. Was sucht denn hier Munition drin? Aber wo war denn das jetzt? Da. Achso, weil ja hier auch. Na, Kabin? Warum ist denn das da? Weißt du was? Ja, alles hier gemischt. Ist ja Munition, hier ist ja alle drin. Eigentlich sollte ja eine reine Munitionskiste sein. Jetzt wartet, mache ich auch so. Nee, das machen wir anders. Wenn das eine Munitionskiste, dann kommt da auch Munition los drin. Wir wollen mal nicht hier so Sachen durcheinander bringen, ja. So, ich hab's fertig. Ein motorisiertes Motorwunder. Dauert eine Minute. Gut, dauert denn doch noch eine Weile. Aber ich hab's jetzt gemacht. Ich hab's fertig. So, jetzt brauche ich Geschütztürmchen. Da sind sie. Will ich Sphäre haben. Dazu brauche ich Bewegungssensoren. Warte mal. Bewegungssensoren, da sind sie. Markieren, zwei Stück brauche ich dafür. Von Eisen. Jawohl, habe ich. Zwei, bitte. Danke, schön. Ich brauche zwei Werkbänke.
Ich habe hier schon, falls es rausgeschnitten worden sein sollte, mit gutem Grund. Ich bin hier schon ein bisschen am Aussortieren. Also ich versuche das rauszuschneiden, wenn ich dran denke. Weil ich bin mir manchmal nicht so schlüssig und dann räume ich das wieder um. Weil das war erst da drüben, aber da drüben kommt ja eine, das ist ja eine Munitionskiste, da hat da drin nichts zu suchen. So, warte mal, das hier ist. Genau, das ist die einzelne Kiste, da kommen motorisierte Sachen drin. Das ist eine gute Idee. Dankeschön für den Tipp. Hier ist die Munition. Ja. Und das meinte ich. Haben wir das. Da ist er. Ja. Sag mal, ich brauche ja auch noch einen Schrauber. Warte mal kurz. Den mache ich. Ich brauche den, weil dann brauche ich das nicht mehr mit dem Kackding abschrauben. Abschrauben. Schrauben dabei ist er. Das ist eine gute Idee. Die werden ja so oder so fertig gemacht. Das machen wir jetzt. Warte mal. Das ist. Steht jetzt Nummer Uno. Sag ich doch. Ich hab doch alle da. Federn sind jetzt unten. Das ist hoch hinten. Das ist schon fast schön, wenn man weiß, wo das liegen tut, wa? Na gut, jetzt brauche ich bloß geschmiedetes Eisen. Das Problem ist, ich brauche da ja auch ein bisschen was von für die Geschütztürme. Aber das durfte trotzdem reichen. So, das ist auch fertig. So, jetzt kommen die Türmchen dran. Zwei Stück. Jawohl. Möchte ich haben. Jetzt, sofort. Ohne Wenn und Lava. Dann werden die da vorne ausgetauscht. Ey, was ist denn hier los? Warum kicke ich denn hier mal da hin? Ich will die jetzt haben. So. Jetzt brauche ich noch Öl. Wollen wir mal ein bisschen Öl in die Wunde streuen? Öl streut man nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Öl ist da drüben. Und die Nacht ist vorbei. Aber das ist mir jetzt gerade einerlei. So, das haben wir. Jetzt brauche ich bloß noch ein bisschen mehr Stahl. Den Stahl leg mir mal kurz hier aus. Cool. Reicht. Zwei Stück bitte. Ja, das habe ich auch fertig. Fertig. Jawohl. Geht mal bitte aus dem Weg. Oh, ist das schön? Jetzt kann ich die dann aufstellen. Aber bevor wir das machen, muss ich natürlich eine kleine Tour mit euch machen. Das ist aber schade mit unserem neuen Bike, dass ich jetzt eine Tour machen muss. Aber was soll's? Ich werde mich wohl der Sache annehmen müssen. Mit meinem neuen Bike zu fahren. Es tut mir ja auch leid. Ich werde gleich ihn abzwubeln. Dieses auf mehreren Wegen verkehrt. Ich meinte natürlich, ich wäre jetzt gleich losgehen. Ach, weißt du was, ich schmeiß das jetzt hier. Ich werde das später auch sortieren. Ich werde nämlich jetzt zum Händler. Das hier verkaufen. Das kann jetzt hier bleiben. Das Einzige, auf was ich jetzt noch warten werde, ist mein Schrauber. Das ist korrekt. Dazu bleibt dann aber das und das hier. Und das eigentlich auch. Das Lämpchen und so brauche ich nicht. Das kommt dann unten drin. Das kann auch hier bleiben. Das kommt auch unten drin. Ich fühle mich doch schon fast bereit. So, rein damit.
Rinn damit. Das werde ich jetzt nochmal aus Sicherheitsgründen hier rin schmeißen. Weil ich bin ja schnell mit dem Verkaufsfinger. Mach meine. Kabin will schrauben. Und zwar sich nach oben. Oh, shit. Ich hab, zum Glück ist mir jetzt der Gedanke gekommen. Ich war drauf und dran, um mit euch jetzt eine Quest noch durchzuziehen. Aber leider kann ich das jetzt ja nicht so machen, wollte ich gerade sagen. Ich brauche ja Reparierpakete. Ich stelle mir aber ein paar Reparierpakete her. Und, ja gut, wie gesagt, muss. So, da sind sie. Reh und ein Zept. Dann brauche ich nochmal das Eisen. Ja, ist ja egal. Da ist er. Der Schrauber. Geil zum Schrauben. Sagt man sich so. Warten Sie mal. Munition oben. Ich muss mir Munition für die erstmal raus. Da hat mir doch jemand die Leiter und den Arsch weggeklaut. Ich schwore. Alter, ich hab für die ja so viel Munition. Naja, du mich auch. Und die ist ja jetzt die dämmter Schallweise. Warten Sie mal, warten Sie mal. Warten. Achso, oh, ich wollte jetzt gerade sagen, was sind das für. Ich habe da so einen Fahnen gesehen und konnte den nicht einordnen. Achso, jetzt brauche ich ja da. Da brauche ich ja da schon 5 Klebestreifen. Nee. Mal kann ich die. Nee, die Repair Kits kann ich ja jetzt ja nicht so bauen, wa? Gut. Ich werde mir jetzt die Repair Kits kaufen. Dann werden wir jetzt im Zoo ein bisschen in die Stadt rennen. Ist auch nicht so schlimm. Ich brauche keine Quest. Ich kann mich auch so ganz gut um mich selbst kümmern. Wer braucht denn eine Quest? Wenn man selbst Blödsinn herstellen kann. Oh, bist du ein Schnickeding. Schnickeding! Aber da fehlt, fehlt noch ein bisschen was. Ist ja kein Licht und nix. Ist ja schützenderweise, wisst ihr? Alter, jetzt mache ich hier einzeln Benzin drin oder was? Geht's noch oder geht's nicht? Na? Steigt auf, Leute! Mann, die hat immer noch so eine gute Kurvenlage wie immer. Kann ich auch ein paar Spikes haben hier für die Räder? Juhu! Ey, ich hab schon ja nicht. Ich muss erstmal kicken. Inventargröße. Ich will mich wieder ein bisschen freuen. Du bist ein schnicket, schnelle Ding. Ist das schön. Warten Sie mal, ich muss mal kurz die 7 drücken. Kann ich dich nochmal hier so? Ach, du kannst ja so ja nicht. Das muss, na gut, die Mütze ist auch nahe perfekt, ne? Ach, ist das schön. Schnell ein Gruppenfoto von uns alle. Dann nochmal immer da. Geh mal weg da oben. Geh mal weg da oben. Na, ich weiß nicht, ob das reicht. Muss ich nachher nochmal kicken. Vielleicht muss ich das ja auch noch irgendwie anders machen. Egal. Aber ich habe erstmal ein Pilzchen gemacht. Pilzchen. Sehr, sehr cool. Es wäre noch geil, wenn ich eine M16 finden würde. Aber gut, wir müssen das ja nie übertreiben. I'll sell you goods.
You break any of my shit, you're paying double. Also irgendwie hatte ich den Sinn gehabt, dass ich hier mehr drin zum Verscherbeln hatte. Naja, gut, ist ja nicht so schlimm. Also, oh ja, das brauche ich auf... Ja, auf jeden Fall, meinte ich. Also, war ja klar. Das war genau das, was ich gesagt habe. Den Bogen brauche ich nicht. Das brauche ich... Na, ich will ja eigentlich, dass der mehr Loot und so, aber... Na gut. Gib her. So, das brauche ich auch. Tactical. Aber... All that gawking at goods and yeah, that's yeah, all yeah. You buy? Den Rest kriegen wir schon so zusammen. So. Ah ne, Moment mal. Da war ja noch was. Oh, 400. Ich brauche zwei Stück. Nein, ja doch, zwei Stück. Naja, gut, aber wenn man zu faul ist für Sachen machen, ne, dann muss man eben halt die Konsequenzen dadurch ziehen, wa? Aber die zieht gerne. Und jetzt zieh ich Leine. Und zwar Richtung City. Halt! Er reicht mir seine Flosse. Ein Flossenreicher. Oh nee, warte mal. Wir werden doch jetzt ja eh mal so ein Haus nehmen und dann müssen wir... Jans, mega dringend in die Spikes-Produktion gehen. Das ist ja mehr als dringend, das hätte. Ah, das habe ich jetzt mal nicht, aber ah, natürlich sind bloß Steine da. Gut, hier spawnt ja, wie gesagt, bei mir nichts. Sporni. So, jetzt gib mal dein Zeug her. Das haben sie immer noch nicht geändert. Ich brauche dafür immer noch Ausdauer. Das ist ein Akkuschrauber, kein Akkuhauer oder so. Naja. Oh, alter Droni. Ich habe jetzt bloß den Schatten gesehen. Bin schon innerlich gerade ein bisschen zusammengezuckt. Mindestens ausgleichen. Also motorentechnischerweise. Also das ist ja mal richtig doof, dass sie das noch nie geändert haben. Gut, der Akkuschrauber. Ja, das macht auch keinen Sinn. Ich wollte gerade sagen, dann ist der Akku alle. Aber den könntest du auch nicht schrauben, den kannst du gleich einen Hammer nehmen. Das macht gar keinen Sinn. Überhaupt gar keinen Sinn. Das ist ja voll unsinnig. Jawohl, ist es. So, dich habe ich auf 100%, weil du bist so dicht bei uns zu Hause. Da blieb mir ja keine andere Wahl, glaube ich. Dich habe ich auch, ne? Ja, habe ich. Aber dich? Wahrscheinlich auch. Aber noch nicht abgeschraubt. Haha. Ey, los, komm. Ich brauche mindestens... Ich brauche doch einen Motor. Ich habe doch eh einen Motorverlust. Der Verlust, der drückt. Aber ist ein cooler Verlust. Na schön. So. Nächster Halt, Uschi. Und M16. Die zwei Sachen. Komm, Jens. Weit bei uns oben ruf. Ja, wie gesagt, die Schütztürme, die kommen jetzt. Also, ich gehe mal davon aus, wenn man nach Hause... Da ist ein Motor. Ich hab ihn. Das ist ausgeglichen. Also, wenn wir nach Hause kommen, die Dinge aufstellen, dann ist schon der halbe Lachs gemacht. Also, je nachdem, wie die Horde wird, ne?
Weil dann wird zu dritt rumgeballert. Da werden bestimmt ein paar Köpfe platzen. Da bin ich mir ganz sicher. War hier auch noch ein Auto? Ja. Warte mal, habe ich die Kiste leer gemacht, ja? Ja, hab ich. Ich wollte nur mal nachschauen. Hey, gib mal, ich hab eine neue Knifte. Willst du mal riechen? Komm mal her. Tod am frühen Morgen. Also Zombie-Tod. Der Zombie, der ist tot. Der isst ja gar kein Brot. Ja gut, hat er so oder so nicht gemacht. Aber spielt jetzt nichts zur Sache. Ja gut, ich werde mir jetzt noch die beiden Autos klauen. Dann werde ich mich wieder nach Hause begeben. Weil wir haben noch sehr, sehr viel zu tun. Und es ist nicht mehr lange hin. Und wir wollen ja mindestens, dass die bei uns sich die Zähne ausbeißen. Also nicht direkt bei uns, sondern an die Base. Ne? Also Zähne ausbeißen in Sachen verlieren und so. So meinte ich das. Also Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen-Träumchen freuen. Unterstützungstechnischerweise. Und ja, unterstützt mich morgen mit, wenn wir hier weitermachen. Also, ich bin raus. Tschüss.